Top. That you could do. Yo, meine Freunde, was geht? Euer Cutter ist mal wieder am Stäßele. Und heute, meine Freunde, ein nices Video, hoffe ich doch mal. Und heute eine Versuche nicht zu lachen Challenge mit FBI Open Up von On Point Teil 1 und mit Sascha läuft barfüßig von Hungriger Hugo Teil 2. Alles in einem Video. Alles eine Versuche nicht zu lachen Challenge. Ihr könnt gerne daheim mitmachen. Und was ihr auch machen könnt, ist sehr gerne einen Gruß in die Kommentare schreiben, denn am Ende gibt es hier neue Grüße. Und wenn ihr es runterschreibt, seid ihr vielleicht mit etwas Glück beim nächsten Video dabei. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt ins Video rein. Let's go, nicht lachen. Geht ab, Freunde, willkommen zu einem neuen Podcast. Und nicht lachen heißt wirklich nicht lachen. Da fängst du an. Lange Rede, kurzer Sinn. Warum bin ich hier? Ja gut, dann gehe ich jetzt einfach nach Hause. Ich weiß noch, wann wir uns kennengelernt haben, im Chiba. Nicht grinsen wäre auch krass, aber das würde ich sowieso nicht schaffen. Ach, nicht lachen ist, denke ich mal, schon ganz gut. Ihr seid vor mein Haus gefahren? Falsch. Das ist einfach falsch. Echt? Nee. Ich malträtiere Nico und dich dann nicht. Also, was hast du hier? Malträtiert. Noni! Wir kommen immer noch nicht auf einen Nenner. Noni. Ich komme nüchtern ganz gut mit mir zurück. Noni. Recht, muss ich ehrlich sagen. Du hast ja auch noch ein Gastgeschenk. Ich muss aufhören, so ein Späßchen zu machen. Ich trinke auch nicht so viel Alkohol, ehrlich gesagt. Alkohol habe ich ja reduziert, habe ich ja schon gesagt. Bro, pass auf, lutsch schnell. Oh Mann. Für was haben die eigentlich ja zwei Bäche? Aber eins kann man vorweg sagen, du bist echt so... Ich also muss aufhören, meine Hand immer vor den Mund zu nehmen. Ich drehe mal den Leitfaden um. Vincent hat gerade gesagt, was ihn interessiert ist, wie du genötigt worden bist, YouTuber zu werden. Also, ich meine... Ja. Also so ja. War es prinzipiell. Also, okay, ja. Von ganz vorne anzufangen. Erzähl! Ja. Ey, wie die da alle fast kotzen. Ja? Mit wem warst du da immer? Also bisher geht's eigentlich, Freunde. Ich hab mich jetzt gut beherrscht. Es ist noch sehr lang, das Video. Aber bisher habe ich eigentlich alles unter Kontrolle. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, an welcher Stelle ihr raus gewesen wart, oder? Genau. Und dann, ich auf einmal so... Ja? Mhm. Und dann haben wir gesagt, so, ja komm. Ja. Interessant, Alter. Interessant, interessant. Okay. Wie trocken, das kommt er halt gar nicht zu. Und dann kommt sowas. Muss mir das nochmal kurz angucken. Ja, obwohl das eigentlich ein Eigentor ist. Interessant, Alter. Interessant, interessant. Auf jeden Fall, das irgendwas macht dann auf die Kleinigkeiten macht dann immer on point, also Dave. Und weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Nee, auf jeden Fall. Sonst die Entstehungsgeschichte ist jetzt nicht so krass. Ich nenne es mal die Sorte unseriöse Business Coaches, die jetzt zum Beispiel ihren Erfolg und ihre Kompetenz dadurch legitimieren, was sie vermeintlich alles haben. Drehen dann ein Video und sagen, hey, jedes halbe Jahr neuen Wagen. Schau, ich bin erfolgreich, weil ich habe Geld. 11.200 Euro auf 40.000 Aufrufe. Schau, ich bin erfolgreich, Alter, weil ich habe Geld, zeigen aufs Auto. 15.000 Euro in einem Monat. Ey, das hört aber nicht auf, diese Jokes. Das hat mich komplett... Ich fand das so witzig. Wenn ich mir eine Meinung einhole, dann hole ich mir eine Meinung ein, weil niemand ist dumm, der einen Fehler macht. Nur derjenige ist halt dumm, der einen Fehler macht. Wie fühlt es sich an, Geld für eine Haartransparenz zu haben? Boah, Alter, war das knapp. Ich hab's kostenlos bekommen. Marketing! Ey, ich muss... Schade, dass du bei der 2-Millionen-Feier nicht bei mir daheim warst. Das war echt witzig. Ich hab dich eingeladen, aber du kamst nicht. Hello, darkness, my friend. Ja, das ist schon... I come to you to talk again. Ich sag auch nichts mehr. Nee. Das war total so Cancer, Alter, mit diesem komischen Kackrauschen. Was ja, da war, dieses, das war so witzig, dieses Rauschen. Ich hab noch eine Sache, die ist, das ist jetzt vielleicht ein bisschen private, aber da sagst du einfach nein, wenn du nicht drüber reden willst. Nee. Nein? Ja, nee. Ich behandle Leute so, wie ich selber behandelt werden möchte, am liebsten. Ja. Ja. Am liebsten. Ich stand ja auf die eine, ich fand die unnormal geil. War mit der da und die andere war da, du bist dazugekommen. Okay. Und du hast mit... Und mit der kleineren hast du geredet und die war auch ziemlich geil. Ja. Shit. Okay, was ging jetzt? Also das sind Fanboys von dir. Nee, was geht, Jungs? Alles klar, ich bin mir auch danke. Grüße an die Jungs, aber ich bin mir sicher, die kommen nochmal. So, und das Witzige ist... Ey, gut.
Accelera, ce la fa? Das ist keine Try Not To Grin Challenge. Das ist aber deine Freundin. Ja, genau. Ja. Das feiere ich unnormal. Ja. Und... wie er jetzt wieder da sitzt, liegt. Ist wie so ein Kind auch ein bisschen so. Ja. Digga. Was ist los? Alter, von on point schon mal. Das Video war wirklich on point. Es war sehr lustig gemacht, aber ich konnte mich... Also das mit die eine Stelle da mit Tim, da hätte es mich rausgehauen. Also hätte ich da lachen dürfen, ich hätte da auf jeden Fall gut gelacht. Jetzt schauen wir mal bei Hungriger Hugo rein. Alter, mit Kollege. Ist die Schuhe aus, wenn du willst, ne? Wenn ich das abfuck. Freunde, wir machen jetzt Hater-Fragen. Du hast keine Freunde. Okay. Frage Nummer 1. Pupst Sascha und welche Socken trägt er gerne? Gar keine. Ist Tim Gabel wirklich so ein komischer Retard und so autistisch? Ja, 100%. Bei Tim kickt es manchmal rein. Fick. Guck. Ich habe meine Eltern im sehr frühen Alter beim Sex erwischt. Ah. Fünfmal die Pupen. Wie Tim immer da sitzt, Digga, das ist so krass. Und ich war alleine mit der Kamera im Raum und habe davon Videos gemacht und bei YouTube hochgeladen. Ich musste alle offline nehmen, weil ich hätte für die alle noch im Nachhinein einen Strike kassiert. Kannst du niemanden re-uploaden? Ja, Knossi. Der hat sich die Palme dazu gewedelt. Sascha, du hast mich privat gefragt. Wir haben die Hater-Fragen gefertigt, was mich interessiert. Ich würde sagen... Monte? Moin, wie geht's dir? Wer bist du? Ich glaube, das ist einfach nur Marcel. Alter, wie krank das wieder ist. Boxershort und Tanktop. Ja. Das ist so knapp. Unangebracht. Und ich fick dich. Ja, dann scheiß drauf. Weißt du, wie ich meine? Dann mach deine, dann mach das Ding da alleine und gut ist. So lost, Alter. Was ist los? Ja, schauen. Und rein. Wir waren gerade stehen geblieben bei Drugs. Ich habe auch mit Papa Platte neulich drüber geredet. Alter. Kann sich löschen. Wie sieht's aus mit Alkohol? Kann sich löschen. Hab ich ja reduziert. Trinkt jetzt nur noch so fünfmal die Woche. Natürlich. Fünfmal die Woche? Genau wie ein Kollege von mir. Ey, Tobi, trinkst du eigentlich auch unter der Woche oder nur jeden Tag? Ich habe jetzt gelacht wegen meinem Joke. Also ich habe viel so mich auf den Weg begeben mit diesen Drogen. Jetzt frage ich mich, was für ein Verhältnis hast du zu diesen religiösen, spirituellen Themen? Hast du dann auch Gott mal zu spüren bekommen? Auf der Brust. Mhm. Ja. Bist du gläubig? Ja. Ich würde Allah schon gerne tatsächlich sehen, würde fühlen, würde spüren. Auch ein bisschen auf der Brust. Was? No. Okay. Das ist extrem ordentlich. Aber KLS zum Beispiel ist schon so unordentlich, dass mich irritiert. Sehr stark. KLS ist so unordentlich, dass es mich schon irritiert. Ich glaube, dich würde es noch krasser abfacken als mich. Mir reicht's, okay? Okay. Okay. Digga, Tim. Nico, Digga. Digga, WTF! Ey, hungriger Hugo, Alter. Wie behindert? Mir reicht's, okay? Ey. Okay. Ey, wie geil ist das denn gemacht? Alter. Ich bin erfolgreich. Ich bin erfolgreich, weil ich hab Geld. Ich stehe auf Luxus und ich hab Geld. Du verstehst, was ich meine? Alter. Du Pseudoprofessor. Ich bin Millionär, du insolvent. Ich weiß nicht, was du mit dem Tag das ist wirklich komplett krank. Nicht warm. Wie zum Teufel ist der da drauf gekommen? Erstmal am Trinken. Wir machen jetzt Deckel drauf. Ich würde sagen, dein Schlusswort in diesem Moment. Oh Platz. Mein Gott. Ich glaube. Alter, nein, Mann, ich hatte sogar fast. Shit, Mann, ich hatte fast. Alter, wie knapp das jetzt war. Meine Fresse, Alter. Also die Stelle jetzt am Ende noch, die hat wirklich reingestattet, weil die war ja so random, Alter. Richtig nice gemacht, auch von Hungriger Hugo. Props geht auf jeden Fall an die zwei raus. Das war's auch schon mit diesem Video, Freunde. Jetzt kommen noch die Grüße, Alter. Wie behindert war denn dieses Video schon wieder?
Alter, wäre das keine Try Not To Laugh Challenge gewesen? Ich hätte übertrieben gelacht, Mann. So, Freunde, und Grüße gehen raus an Kupfermädchen, an Benjamin Eckert, an Rex King Boss, an Hiso, an Swaff 0, an Gaming G, Sweezy Neck Gang, was geht, an Wuchs, an Neo, an einfach nur ein Köftespieß, an Nearly Blind Pyro TV, an Shoto 13, an Bob Markerson, an Heute Nicht und an Ventix. Gehen Grüße raus. Wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, Freunde, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht seid ihr mit etwas Glück dann im nächsten Video dabei. Und ich würde sagen, bis dahin, lasst gerne ein Like da und ein Kommentar und ein kostenloses Abo wäre natürlich nice. Bis dann, euer Cutter. Ciao.